Hallo Leute, ich... Und willkommen hier zurück zu Minecraft Town. Ich bin hier heute mit dem Chris zusammen am Aufnehmen und er hat hier ein paar Schafe für den Henning gezüchtet. Ja, Henning wollte Schafe haben. Oh, guck mal, ein Babyschaf. Oh. Ja, ich glaube, da kommen noch ganz viele Babyschafe. Spätestens dann, wenn die den ganzen Feeder sehen. Hinten am Feeder kommen noch mehr Babyschafe. Und die Spinne ist hier der Hüter. Oh mein Gott, weil ich muss jetzt erstmal ein Schild hinsetzen und muss mich... Ich weiß ja nicht, ob es positiv oder negativ auffasst. Weiß ich auch nicht. Ich habe Schafe gezüchtet. Schafe. Au! Gezüchtet. Na, mein Schwert ist kaputt. Als Zombie. Hau dich mit der Hand tot, ey. Handkanten hier. So, ich habe mein Schild hingestellt. Ich habe Schafe gezüchtet. Alter. Ja, er wollte ja gern mit Wolle bauen. Aber ich glaube, wenn er jetzt hier einmal komplett abschert, dann braucht er erstmal 5 Scheren. Bestimmt. So, Jungs. Wie viel ist hier noch drinnen? Och, 46 nur noch. Oha. Alter Schwede. Ja, das kann man ja auch wieder so sehen. Entweder das Nachbarschaftshilfe oder ein Troll. Ja, aber ich würde eher sagen Nachbarschaftshilfe. Kann man sehen, wie man will, ne? Ja, ist ja eigentlich lieb gemeint von mir. Eine Spinne. Hau ab, du Scheißspinne, ich will hier nicht. Ist ja nicht bös gemeint, war ja lieb gemeint. Wieder raus aus dem Meter. Da war nochmal knapp. Ach, du warst gerade im Nether? Ja, ganz kurz. Was ich verlaufen? Ich bin da ohne Schwert reingerannt. Ich bin so ein Idiot, ey. Also ohne Schwert im Nether ist mutig oder krank? Lebensmüde. So. Vor allem mit dem Igneous Extruder und also ein Kram da reinzugehen. Ja. Nicht so ganz der Sinn der Sache. Glow, 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 glow. Egal. Ich will jetzt erstmal... Reda, ich habe jetzt so viel gebaut. Oh, es wird gerade hell ideal. Ich glaube, da muss ich jetzt mal schnell hinter... Jetzt war ich einen Tag da, jetzt schaue ich doch mal nochmal hinter zur Quarry. So, alles loswerden hier. Ich könnte mir allerdings auch noch zu... Ein Diamond Schwert noch bauen. Schwert. Alter, jetzt hat gerade eine Fledermaus gesehen, wollte sie gleich killen, dass sie als Fledermaus rumfliegen kann. Ich bin schon wieder so wie Team geschädigt. Oh ja, das wäre voll praktisch. Was wollte ich jetzt holen? Ach so, genau. Wollen wir nicht mal darauf achten, dass das Jetpack nicht leer geht? Nee. Gut. Glasfaserkabel. Soll ich mir mein Schwert noch verzaubern? 10 Level? Ja, mache ich. Erstmal mein Jetpack aufladen nochmal. Gehen schnell zum Kevin und aufladen. Mein Schwert aufwissen. Was? Ich habe keine Diamanten mehr. Das ja, geht schnell, ne? Das geht ja mal gar nicht. Ja, du hast ja eine Quarry auch gebaut. Kommen ja bald wieder welche. Ja, trotzdem ist ganz schön komisch. Keine Diamanten mehr im Lager. Geht ja mal gar nicht. Ne. Was da noch? Oh. Au. Oh, muss gleich mal neue craften. Gleich mal neue craften. So, 16 neue, ideal. So, und so. Gut. 60 neue Glasfaserkabel. Ja, yeah. Dann kann ich mich eventuell den Rest jetzt hinten auch noch anschließen. Die restliche Maschine. Oh, Schwert. Ja, vergiss dein Schwert nicht. Was mache ich denn da? Knockback. Ich will mich in Ruhe lassen, ey. So.
Schärfe. Ja, Knockback kann aber auch ätzend sein, ne? Wenn du irgendeine Viech töten willst. Ja, Und es aber. fliegt dann immer wieder davon, kann Knockback eigentlich schon noch ein bisschen nervig sein. Kommt dann immer drauf an, was du damit machen willst. Ich glaube, ich werde jetzt bald auch mal wieder ein bisschen Zauberei machen, dass ich mal wieder ein bisschen vorankomme. Wow, jetzt schaue ich mein Mikrofon hier um fast. Dass ich auch mal mit so den Feuerstab und sowas machen kann. Ja, wenn man in den Nether geht, ist Nocturne schon ganz schön praktisch. Dann schaut man die Viecher einfach in die Lava rein und fertig. Ja, das stimmt allerdings. Wenn du die Drops von denen eh nicht brauchst, dann kannst du es einfach zurückkicken. Und wenn dann so ein garstiger Gast entgegenkommt, kann man den auch mal wegpunchen. Ja, Wenn man den dann da ist man trifft. meistens dann am besten Wenn mit man dem mit Bogen Jetpack gerade rumfliegt. oder so, ja. Oh, Spinne, hau ab. So. Oh, das ist ein normaler Zombie, den darf ich Ich habe hauen. auf jeden Fall was festgestellt, was ich vergessen habe hier. Ich gehe jetzt das erste Mal auf herkömmliche Weise hier Glowstone farmen. Was? Also so wirklich. Ja. Das erste Mal Glowstone aus dem Nether holen. Ohne dass ich jemanden gefragt habe oder so. Alter, wie viele Etagen hat nicht abgetragen? Achso, da ist ja doch Wasser drin. Okay, passt ja. Also Quarry hat jetzt schon Da fällt abgetragen. alles in Eins, Lava. zwei. Eins, zwei. Die Quarry ist bei der vierten Etage. Also beim vierten Layer, den sie gerade abbaut, ne? Das ist... Mache euch hier gerade in euren Skyblock-Projekt nach, hier so halb über der Lava auch bloß zu uns rumtanzen in der Luft. Ja, dann machen wir morgen wieder weiter. Denke ich mal. Hier ist nicht Lost und Dust. Reichen erstmal, bis ich meine Juju-Meta-Option angekurbelt habe. Ja, du kriegst ja immer... Ich will ja nicht mehr so viele Almosen annehmen. Ach na, warum? Sonst wird es ja Die mal. meisten geben ja auch gerne. Ja, wird ja irgendwann langweilig, wenn man sich das immer nur von anderen holt. Ja, weiß ich ja schon. Das schon. So, bin ich mal gespannt, wann ich den... Also die Query werde ich auf jeden Fall offscreen wieder abbauen. Und dafür werde ich diesmal nicht extra eine Aufnahme machen. Muss dann halt bloß schauen, wenn sie unten ist. Aber ich denke mal, morgen früh sie unten. Mit der Geschwindigkeit, was die da So, was rumfetzt. wollte ich mir jetzt bauen? Recycler, Recycle. Ja. Rezykler. Glowstone Dirt, Find Iron, Machine Block, Electronic Circle, Stone. Also Eisen, Iron. Nenn ich stackweise hier. Gleich Brauche ich mir mal mal 40. stackweise rausgelassen. Den Müll da. Nee, da bilde ich jetzt gerade nicht. Ich nehme mir nochmal 40 Dingens davon mit. Dann hatte ich Glowstone, habe ich auf Tasche. Erde. War das mit dem Igneus? Igneus. Igneous Extruder. Ey, jetzt bin ich volle Brauche Kanne gegen die ich Wand mir dann gefahren noch einen und das Boot ist nicht mehr zweiten? kaputt gegangen. Nee, ich baue mir erstmal nur einen. Das reicht. So, Refined Iron. Brauchte ich das? Recycle. So da. Ja, hast Zwei du Stück zufällig was nur. Kartoffeln? Was habe Kartoffeln? ich? Ja. Kartoffeln? Weil ich jetzt... Moment. Nee, nur drei. Kartoffeln wäre nämlich auch mal noch eine Sache zum Züchten, weil ich... Ja, ich habe nur gebackene. Ich habe so viel Weizen. Ich hau meine Farm auf Kartoffeln um. Da bringt es mich auch eine Idee. Ja, halt mal die Kartoffeln über die Farm züchten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da ungefähr. So, Nein. ich werde mir da ein Da bisschen ungefähr Weizen auch schnappen. nicht. Ach so, den habe ich ja kleiner gebaut. Ah.
Weizen schnappen und zum Henning rüber. Ich soll ja Kartoffeln anpflanzen, kriegt er hier eine Kartoffel rein, fertig. So. Kommt er hier noch RRD wieder rüber. Pflanzt er jetzt ein paar Kartoffeln an, hoffentlich. Ah, ihr habt dann nicht mal aufgegessen. Wenn nicht. Ich glaube, ich muss das Ding noch etwas zentraler bauen. Böse Schafe. Wir müssen nachher erstmal aufessen, also. Erstmal etwas zentraler gebaut, das Ding. Geht mal weg da! Ach, braucht man... Alter, hallo, geht mal weg. Ich brauche hier Platz für das Teil. Aber ich habe nur noch 32 Diamanten. Das wird langsam knapp hier. Alter, was ist hier los, ey? Was ist denn... Was geht denn hier, ey? Machine Frame. Aber ich glaube, was für die Größe, die hier ist, reicht dieser eine Feeder gar nicht. Wir müssen mehr bauen. Alter. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Schafe das hier sind. Auf jeden Fall reicht die Grundfläche gerade noch so aus. Also sie wird gerade noch schnell genug grün, dass sie nicht alles wegfressen. Ja, morgen wenn Henning sich dann einloggt, ist sein kompletter Garten umgegraben. Kein grüner Fleck mehr da. Geht halt mal weg, ihr Schafe. Ey, wo hab ich denn meinen Maschinenblock hin? Mach euch da noch ein bisschen Platz. Ach, was soll's denn? Ich hab hier noch ein bisschen Eisen. Geile Sache. Auf die Folge bin so. Ich ja mal gespannt, wenn er da reinschaut. du übertreibst. Ja, ich war ja schon fast am Überlegen, so weit ist es ja nicht, um eine Pipe hier rüber zu ziehen. So von der Farm, oder? Ja, was? Und meine Weizenfarm direkt eine Pipe zu sein schaffen. Automatische Schafe. Alter, was denkst du, was dann abgeht? Wir werden noch so eine Midi-Turtle reinsetzen. Am besten wäre jetzt so eine Turtle mit einer Schere, ne? Gibt's das nicht sogar? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich obermega geil, ne? Gibt's da bestimmt auch ein Programm dafür. Wir sind dann mit der Schere durch und automatisch Wolle farmen. So, das ist eine Digging. Eine Farming. Felling. Wire. Felling. Mining. Melee. Digging. Ja, es gibt ja Farming und Felling gibt's ja. Aber Dings gibt's nicht, ne? Mhm. Crafty Farming. Crafty Felling, Crafty Mining, ach. Crafty Digging. Dann halt nee, echt, ne? Zum automatischen Scheren gibt's nichts. Also gibt's bestimmt auch irgendeine blöde Maschine, die das kann. Aber bei der Masse an Schafen kann man die auch ruhig alle abschlachten. Ach. Der Christler denke ich auch. So viele sind doch eigentlich gar nicht. Würde ich mal fast sagen, oder? So viel ist es doch gar nicht. Also bei 100 oder so. Ja, lässt sich halt schlecht abschätzen, weil ich meine, Henning sein halber Garten ist voll mit Schafen. Ja. Also so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja, noch nicht ganz so voll, ne? Ich meine, ich kann es auch noch weit... Gern wir noch ein bisschen aus. Ja, wenn die Dinge hier nicht teilweise so blöd werden, die Zäune, dann hätte ich ja den kompletten Garten genutzt. Einfach den Zaun aufmachen und dann läuft ihn alles voll. Wäre so ein Megatron. Und dann am besten auch noch die Haustür aufmachen? Ja, ins Haus rein. Und dann leckt das mega, weil die sich alle bewegen die ganze Zeit. Ja, aber das soll ja eigentlich kein Troll sein. Das war ja eigentlich bloß, weil er möchte halt gerne ein Haus bauen, wo er halt viel mit Wolle baut.
Und ja, das kann er ja jetzt. Das denke ich auch. Soll er sich jetzt, wenn er sich jetzt beschwert, dass er keine Wolle hat, dann weiß ich auch nicht. Hä? Ich hänge. Bei mir war es gerade gehangen. Ich glaube, das war nicht so gut, dass ich bei so vielen Schafen war. Oh, ich stehe noch unten an der Treppe, lol. Spuckt der Recycler hier gar nichts aus? Achso, Mass Fabricator Progress 73. So. Ich muss nämlich gleich mal schauen, weil ich muss jetzt nämlich auch hier das Ohr wieder alles einstellen. Dass der hier auch gleich wieder das Ohr verarbeitet. Ja. Der macht nämlich Glowstone, das brauchen wir ja nicht. Gold. Eisen. Was gibt's noch? Gold, Eisen und Zinn und sowas, ne? Zinn. Halt als Ohr. Aluminiumohr. Gold, Eisen, Aluminium. Ja, Aluminium und Kupfer gibt's noch. Ja. Ohr. Aluminium, Silber, Lead. Okay, Kupfer hat er schon wegen was gefunden. Dann nehmen wir halt Kupfer. Dann nehmen wir halt Kupfer. Kupfer. Upper. Ja, halt, es geht jetzt bloß drum, was er jetzt schon direkt klein macht, weißt du? Mhm. Dass er mir quasi dann direkt das Ding ins Lager legt, direkt den Staub davon. Und gar nicht erst das Ohr, sondern halt direkt den Staub davon. Das hast du ja mit diesen Request Pipes gemacht und dann unten hier in MK3, ne? Und dann mit Dingens brauchst du die Module. Genau. Oben ist halt oben sind diese, wie heißen sie? Item Request, und dann halt, du musst halt auf Partial Request auf Yes und dann halt, dann passt das. Mhm. Dann machst du das Item da rein, was genau. Er haben soll, also das Ohr genau. Und dann werde ich wohl auch mal machen müssen, weil das ist mir. Und dasselbe habe ich dann auch hier nochmal mit der Induction Furnace. Da habe ich dasselbe auch nochmal. Die Induction Furnace kriegt dann quasi den Staub geliefert und macht dann quasi die Blöcke gleich draus. Mhm. Ja, bei mir ging das halt immer tierisch auf den Keks, da die ganzen Sachen, dass sie da mal kommen. Beziehungsweise halt die ganzen, dass du da immer die ganzen Ohrs drin hast und kannst du mit den Ohrs eigentlich vom Prinzip nichts anfangen. Mhm. Und mich dann immer hinstellen und hier schmelzen und so, habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, ist irgendwie doof. Deswegen gleich so machen und gut ist. So. Bin ich ja mal gespannt, wie weit die Query morgen ist. Und vor allem, wie die Schafe morgen ausschauen. Alter, das Ding ist auch schon wieder voll. Die Kiste. Die Holzkiste. Kann passieren. Ja, ist schon passiert. Ja, die Baumfarm ist aber halt auch mega, ne? Also, ich finde die echt genial. Ja. Na, ihr Kühe? Alle Drotscher bei euch? So, das passt auch, das passt auch. Hä? So. Eine Kiste wollte ich noch. Ah, hier sind auch noch welche drin.
Ich glaube, bauen wir lieber eine Iron Chest, damit das nicht vorläuft. Ich weiß ja nicht, wie lange ich nicht da bin hier auf dem Server. Habe ich noch Iron? Ja, ein bisschen. Find Iron da. Ach. So. Noch schnell eine Redstone. Ja, ich schließe gerade meine ganzen Geräte mal an. Ja, es wird echt Zeit, dass ich mir mal so Laser baue und so. Damit ich mir hier diese Redstone Engine sparen kann, um irgendwas aus der Kiste zu ziehen. Echt ätzend. Das ist richtig ätzend teilweise. Deswegen habe ich jetzt auch schon angefangen, hier mit den pulsierenden Chipsätzen zu arbeiten. Ja, die sind halt auch ein bisschen teurer. Ah, ich habe mein Iron Furnace gebaut. Scheiße. Brauche ich doch gar nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war's dann mal wieder für heute. Leider. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen positiven Kommentar ab oder lasst zumindest einen Like da. Besucht den Daniel unten in der Videobeschreibung, ist der Link zu ihm. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, tschüss. Genau. Tschüss.